Servus Leute, Brandy hier. Willkommen zurück bei Pokémon Blatt Grün. Die 27. ist es, glaube ich, heute. In der letzten Folge haben wir den Arenaleiter gemacht, beziehungsweise die Arenaleiterin. Ich weiß, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich bin nur kurz auf dem Klo. Daraus hat sich etwas mehr ergeben. Ich war, nachdem ich auf dem Klo war, arbeiten, da ich angerufen wurde und dementsprechend dann auch direkt los musste. So, jetzt ist die Frage, wie macht man denn das? 34, 33, 32, 32, 31, 15. Wir werden mal... wir werden erstmal unseren Funken nach ganz hinten stellen. Unser Bling an die zweite Stelle. Und Tauboga nach unten. So, dann hätte man das schon erledigt. So, jetzt sind wir schon bald bei Weihnachten, so wie ich bin. Habe ich natürlich auch etwas voraufgenommen, damit ihr auch in der Weihnachtszeit einiges zu sehen bekommt. Ich habe auch schon einiges an Projekten, sag ich mal, geplant. Werde ich diese Folge jetzt mal ansprechen. Wir sind ja jetzt schon bei Part so und so viel bei unserem Final Fantasy Let's Play. Das wird natürlich jetzt erstmal vorerst fokussiert werden. Oh, das ist natürlich ganz bitter. Ah, na gut, da müssen wir halt durch. Jetzt sind 5 Kämpfe. Unbefechtes Zutritt in unseren neuen Geschöpf. So. Ja, wir werden also in der nächsten Zeit, wird natürlich Final Fantasy sein. Das wird jetzt bestimmt 2, 3, 4 Monate dauern, dieses Spiel. Bis wir da mal komplett durch sind. Wie ich sehe, sind die Gegner gerade also komplett auf unserem Niveau. Das ist natürlich semi-optimal. Das heißt natürlich auch, dass unser sehr effektives Smetbo mehr brauchen wird, bis es zuschlägt, also besiegt. Was natürlich ein kleiner Vorteil ist, dass wir sehr effektiv sind gegen Kampf. Von daher, denke ich mal, sollte das machbar sein. Als nächstes wird Mankey, das geht noch. So, ich habe mir überlegt, ich könnte natürlich so eine Art, diese Liste machen, die Google anbietet, dieses Google Delta oder wie man das nennt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das quasi so eine Online-Excel-Tabelle, wo man seine LPs drauf, also wo ich quasi eine Excel-Tabelle erstellen kann und dann kann ich euch hinschreiben, was der aktuelle Upload-Plan ist und wie genau die nächsten Projekte aussehen könnten. Was ich als nächstes sagen würde, wäre, dass das Folgeprojekt von Pokémon Naruto Ninja Storm 3 Full Burst wird, quasi das Add-on, was rausgekommen ist dafür. Da ich ehrlich gesagt auch schon so weit bin mit den Folgen und das auch gerne jetzt weiterspielen möchte. Und ich denke mal, das werden wir dann einfach hinterher schieben zu unseren Ultimate Ninja Storm 3 Let's Play. Das wird quasi eine neue Liste. Das ist klar, Playlist halt, neues Spiel. Aber das wird natürlich als nächstes gemacht werden. Also ich denke mal nicht, dass es recht lang wird, weil das nur so eine Art Add-on-Länge besitzt. Nach diesem Let's Play wird es, glaube ich, eine etwas... ich will nicht sagen einen größeren Oh, das ist natürlich nicht hier schön, das war schon hier, der hat schon wehgetan, ne? Also einen größeren Umschwung geben von mir, und zwar werden wir dann auf ein Click and Point Adventure gehen. Wir haben ja schon mal eins gehabt auf meinem Kanal, The Next Big Thing. Übrigens ein klassisches Spiel, finde ich, außer man fällt halt so rum wie ich und man findet nichts.
ohne fremde Hilfe. Trotzdem ein Top-Spiel, muss man schon gesagt haben, finde ich. Ein Click-and-Point-Adventure. Es ist zurzeit eine richtig großartige Trilogie zu Ende gegangen. Ich denke mal, ihr wisst alle, wovon ich spreche. Natürlich von Deponia. Mit Goodbye Deponia natürlich ein würdiges Ende für dieses Spiel. Wir werden anfangen mit Deponia, also quasi dem ersten Teil. Ob direkt darauf Chaos auf Deponia folgt, kann ich nicht sagen. Kommt jetzt ganz drauf an, wie wir, wie ich Lust habe, sagen wir es mal einfach so, weil wenn ich gerade irgendwie zwischenzeitlich Bock habe, irgendwie Naruto hochzuladen oder irgendwie StarCraft wieder sowas gerade bei mir ein bisschen am Kommen ist oder Battlefield und Multiplayer natürlich. Das darf man natürlich nicht außen vor lassen, der muss natürlich auch noch hochgeladen werden. Aber ich würde erstmal gerne hier an Pokémon zu Ende Let's Playen. Als nächstes wäre dann das Naruto natürlich dran. Und dann sehen wir mit Deponia weiter. Ich denke mal, dass dann beide Projekte zeitgleich beendet sein könnten damit. Also, ich meine jetzt mit beide Projekten natürlich Final Fantasy. Und das wäre natürlich eine Sache, die wäre schon, also, nicht von schlechten Eltern, das muss ich schon sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, weil Final Fantasy natürlich ein Projekt werden wird, was eigentlich schon auf die 200er Folgenmarke rennen kann, muss man einfach sagen, wie es ist. Also, das wird wahrscheinlich auch auf die 200er Marke rennen. Des Weiteren habe ich mir überlegt, fange ich irgendwie mal ein... Boah, das war natürlich hier, das tut weh. Fange ich ein Multiplayer-Spiel an, was ich auch in Art Seasons unterteilen werde. Beispiel, viele Loller machen halt irgendwie dieses, welcher Champ wird als einziges gefokust, so ungefähr. Und solche Sachen halt. Und das werde ich dann auch einfügen. Aber nicht mit LOL, keine Sorge, sondern ich werde mir was einfallen lassen mit einem anderen Multiplayer-Ding. Und das wären so meine Pläne für die Zukunft in diesem Kanal. Aber stopp, ziehe deine Schuhe aus. Zu spät. Aber wir haben Zeit bis dahin, also kein Stress. Jetzt habe ich in der Schule richtig top hier Mathe geschrieben letzte Woche und oh, wir müssen erstmal uns heilen. Und lief ganz gut, muss man sagen. Und dann habe ich noch Rechtslehre gehabt, Geschichte. Rechtslehre habe ich heute schon wieder zurückbekommen, nachdem ich es letzte Woche geschrieben habe. Ja, also lief nicht so optimal, muss ich sagen. Ich habe mir 13 oder 14 oder 15 Punkte erwartet. Es waren aber leider nur, in Anführungsstrichen, nur 12 mit einem halben Punkt zu 13. Das macht das natürlich so ärgerlich für mich. Aber ich bin natürlich zufrieden. Morgen kommt die Mathematikarbeit zu mir. Auf die bin ich auch sehr gespannt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da ich mich eingeschätzt habe, dass es ziemlich gut gelaufen ist bei mir in der Mathearbeit. Ziemlich gut gelaufen ist, aber letztendlich sehe ich das natürlich erst dann, wenn das Ergebnis wieder da ist bei uns. Beziehungsweise nicht bei uns, sondern halt bei mir. Und da will ich jetzt auch nicht zu große Töne spucken. Anfangs habe ich halt auch schon gesagt in der Klasse, hey, ja, 15 Punkte, kein Fehler oder so. Aber Mathe schleicht sich dann schon ein übler Fehler irgendwo ein und dann, ich glaube, das könnte mich meine 15 Punkte kosten. Also bin ich gespannt. Natürlich ist es auch machbar, dass ich die habe, von daher keine Frage. Was habe ich noch? Foodlocker bei der Arbeit halt. Hatte ich letztens 50% Rabatte. Mitarbeiterrabatt bekommen. Und da habe ich halt direkt mit meiner Family und so schön erstmal für 4, 5, 6, 700 Euro Schuhe eingekauft. Und einmal erstmal schön die Eier
schaukeln lassen dort. Und ja, es war schon chillimilli. Ja, was haben wir denn noch gemacht? Also ich habe mir natürlich einiges gekauft. Ein schönes Paar Adidas Winterschüchen für mich. Sehen top aus, muss ich sagen, finde ich auch. Und ja, was habe ich noch? Smetbo. Oh, willkommen, ich bin der Karatemeister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus, also gut, ich kenne keine Gnade. Los! So, wir werden das wahrscheinlich sogar noch in diese Folge bekommen. Dass wir Kikli und Nocturne bekommen, das ist natürlich... Oh, das ist natürlich eine harte Nuss, dieses Kikli. Mit 37. Das ist natürlich... Und nur mit Volltreffer haben wir noch nicht mal die Hälfte der KP genützt. Das ist natürlich... ein Grund mehr, Kikli in unser Team aufzunehmen. Ein Grund... Oh, fuck, tut das weh. Turmkick. Feuerkick, Donnerkick, Eiskick oder was auch immer es alles gibt. Erstmal hier schön schlafen legen. Ah, ich will auf jeden Fall Kikli haben. Weiß auch nicht wieso. Sieht irgendwie geil aus, dieses Kikli. Muss man halt sagen, wie es ist. Aber dass es so viel aushält, das ist natürlich, macht es natürlich noch besser, muss man schon sagen. Nach dieser Attacke werde ich mal meinen Pokémon heilen. Aus dem einfachen Grund, wenn jetzt Nocturne kommt, was sich ja keiner von euch denken kann. Nein, überhaupt nicht. Psystrahlen. Das ist natürlich meine Attacke hier. Die finde ich natürlich, also, die ist natürlich ganz groß. Dass wir Psystrahl jetzt lernen, das ist natürlich ganz, ganz großes Pokémon von uns. Dass wir das so geschafft haben. Nocturne. Als nächstes wird Nocturne gerufen. Da werden wir mal... ja, legen wir einfach mal mit Täubchen weiter. Einen drauf. Nocturne könnte uns natürlich ziemlich wehtun. Aber unser... oh, fuck. Wenn er Donnerschlag hat, das ist das natürlich ganz mies für uns dann. Feuerheiler müsste ich haben, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass mein Viech hier verbrennt. Andererseits, nee, das machen wir jetzt nicht. Sondern wir werden jetzt versuchen hier Himmelhieb. Pads. Ach, Gott sei Dank war das gar kein Volltreffer. Nee. Na, dann werden wir ein bisschen hier schön mit Kampf-Pokémon zurückschlagen. Hier, Monkey, kannst du nicht irgendwie Durchbruch oder so in ihr Gesicht machen? Ja, es geht so. Geht so ins Gesicht. Das ist natürlich eine ganz harte Nummer, dieses Himmelhiebs-Dings da. Aber unser Monkey hat es natürlich wieder geschafft, wie immer. Das Ass im Ärmel. Ich werde geschlagen. Yeah. So. Ich bin deine Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden. Möchtest du Kikli, das trittstarke Pokémon, oder möchtest du Nocturne, das Bonk, den Meister des Boxkampfs? Ich nehme Kikli. Brand your head, Kikli! Möchtest du Kikli einen Spitznamen geben? Ja, ich nenne ihn Kick. Nicht wie den Ladenkick, sondern Kick. So, wir holen uns dann auch noch Kick für diese Folge in die Gruppe. So, und als nächstes in der nächsten Folge, meine kleinen Kompagnons, werden wir uns in Richtung Rocket Stadium begeben. Ich habe leider keine Zeit mehr, bevor ich jetzt zur Arbeit nochmal fahre, das komplett aufzunehmen. Aber ich denke mal, ein Teil wird sich noch ausgehen. So, als nächstes gehen wir mal hierher. Schön, Brandy schaltet den PC. Bewegen. Wir haben gleich so viele Pokémon in dem Dings da, Bummens da. Tauschen, natürlich. Hier for the win. Und, ja. So, welches Level hat denn Kikli? 25, das passt sogar fast schon ins Team.
fast, wie gesagt. Fake Kick, Sprungkick, Durchbruch, Energiefokus, nette Werte, natürlich angriffsstark. Spezialverteidigung recht hoch, Initiative eigentlich gar nicht so schlecht für das Level. Aber unser Rasaf ist natürlich ungeschlagen in seiner Initiative. Unser schnellstes Pokémon wird sich aber, denke ich, mit Kikli ändern. So, meine Kompagnons, dann wünsche ich euch für diese Folge einen schönen Abend. Ja, es ist natürlich ein Abend, weil es 20 Uhr ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Brandy.